Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit etwas Gambling und zwar auf Drake Moon. Der Grund deswegen ist, eigentlich hatte ich ja geplant, dass heute ein Matchmaking Highlight Video kommt, nur hatte ich da, beziehungsweise habe ich mir keine Zeit oder zu wenig Zeit dafür genommen, das zu bearbeiten, weil die sind halt aufwendiger vom Schnitt. Und damit ich halt auch ein Video für heute habe, muss ich zur Strafe, sage ich mal, jetzt $50 wasten. Heute ja Drake Moon. Ich bin selten auf dieser Seite, weil wenn ich da bin zum Gamblen, ist er sowieso Bruch. Aber naja, ich wollte halt jetzt nicht mehr wieder CSGO Case. Ich will hier etwas Abwechslung reinbringen, deswegen hier mal eine andere Website. Gut, ich kenne mich hier jetzt zwar nicht aus, $50 habe ich mal aufgeladen für heute. Nur als ich das letzte Mal noch hier war, gab es ja noch, war das alles so Bigger Knives und so weiter und so fort, also... Und es waren noch irgendwie mehr Kisten. Ich kenne mich das gerade nicht so aus, aber ich sehe jetzt mal eine AWP-Kiste, was ich sehe. Und wie ich höre, ist es etwas laut. Ich werde das hier nochmal kurz ändern. So. Gut, was haben wir hier denn hier? Es gibt von Safari Mesh bis Drangler alles. Wobei Drangler und Medusa wird hier bei $4 jetzt schon relativ... Irgendwo kann man ja genau die Reichweite. Die Dragonlore liegt... Oh mein Gott, wie viele sind das? Medusa. Sind 100. Das sind von 70.000 Tickets, gibt es nur 100 Tickets für die Medusa und die Dragonlore Kamera, Chili Basis. Sind nur 24 Tickets, also relativ gering die Chance. Wir heben sie hier jetzt mal auf. Kann der reiben, wenn ich das was bringt. Und es ist die AWP Corticara, wenn man diese ausspricht. $6.16, das ist eigentlich schon mal Profit. Dann lass gleich nochmal eine aufheben. Was ist das sonst, die Pinken, die, wenn die in Souvenir drinnen wäre, wäre das auch nice. Die Leadbild ist glaube ich auch nicht so schlecht, kommt auf die Condition jetzt dann. $4.24, ah gut. Es ist im Prinzip eigentlich doch noch Profit. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur die, die AWB Case aufmachen, sondern ich will ja etwas Abwechslung. Was haben wir denn noch? M4. Gut, die kann ich mir sowieso nicht gönnen. Statrick. Lass halt mal die M4 aufmachen. Hier gibt es die Haul. Ja gut, die wird wahrscheinlich auch nicht zu kriegen sein. Kostet auch $4, okay. Dann will ich auch gleich M4-2 von der M4 Kiste machen. Die Sarix ist nice. Wobei die eigentlich nicht mehr so viel wert ist wie früher. Für den Redskin ist ja gar nicht ziemlich schade, obwohl dieser nicer Skin ist. Hab die Silver Stat Defend mit ziemlich nice Stickern drauf. Aber ja. Gibt halt auch, also Silence M4s gibt es ja relativ viele schon, Redskins. Gut, das war jetzt nichts. Die tue ich gleich zum Guthaben hinzufügen. Wobei eigentlich, nein, ich... Mal lasse ich das immer alles in den Inventar, damit ich mir dann durchschauen kann, ja okay, was habe ich jetzt gezogen, wo liegt, ob ich jetzt den ganzen Zeit im Plus oder Minus bin, deswegen. So, was haben wir hier noch, die Knock-Knock-Case, was ist da drinnen? Knife, die AK, also die Bloodsport, eine Redline, eine Blood in the Water. Dann lass da gleich zwei Stück auf einmal aufhebeln. Ne, hier, genau. Zwei auf einmal, los geht's. Ich hatte da sogar mal einen Code, glaube ich, muss ich nachschauen. Aber normal, wenn ihr, also ihr könnt Code ALMO, ich weiß jetzt aber nicht, ob klein oder groß geschrieben oder ob das egal ist. Das ist jetzt wieder, plus was war denn das? Die USB Cyrix sind viel testet, okay. Eine M44, also die ist FN, okay, das ist auch nice. Gut, dann lass gleich noch eine Case probieren. Auf jeden Fall, ich werde euch den Code in die Infobox schreiben, falls es euch interessiert. Beziehungsweise falls ihr halt einfach auch gammeln wollt. Und was war noch? Ja, irgendwas gibt es da mit Free Coins. Irgendwas war ja da. Genau, alle 3 Stunden glaube ich kann man hier 300 Free Coins. Also so, na, wie heißt das? So Diamanten. Und dann kann man hier Kisten aufmachen.
Aber wenn man die normalen Kisten aufmacht, bekommt man hier auch noch so Dinger. Aber was bekommt man, wenn man hier... Na? Not in, achso, das sind 5000. Dann machen wir diese hier. Und eine Royal Chest. Das ist im Prinzip eigentlich jetzt dasselbe, was ich jetzt aufgemacht habe. Lol. Da könnte man den Männer... Da bekomme ich jetzt wieder die Royal Chest. Nee, ich glaube, das mache ich vielleicht später. Wenn ich noch mehr Diamanten habe, dann hebe ich die große auf. Oder was sonst, ja. So waren wir. Professional. Was ist hier? Also es sind nur Kisten drinnen. Candy Knives, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man die bekommen kann? 100 Tickets von 70.000. Ja egal, dann lass halt auch zwei... Nein, eigentlich will ich da nicht zwei aufmachen. Dann machen wir noch eine. Wenn da was Nices kommt, dann machen wir noch eine auf, wenn nicht, dann nicht. Aber Mealspec, das sind glaube ich 30 Cent oder was die kostet. Ja, 30 Cent. Die kann man sowieso nur zum Guthaben hinzufügen. So, nein. Hier gibt es ein Knife, kostet 1 Dollar, dann lass gleich wieder 4 Stück davon aufhebeln. Und los geht's! Vielleicht werde ich hier nochmal auf dieser Webseite gambeln. Okay, das ist jetzt alles Bullshit. Das war nichts. Zwar jetzt nicht so bald, aber vielleicht in ein paar Wochen mal wieder. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, mir ein paar Kisten zurechtlegen, aber es ist nichts Großes. Also, so um die, sagen wir, 4-5 Dollar, was die Kiste jetzt kosten soll. Dann werde ich da ein paar Kisten von euch aufhebeln. Weil ihr bekommt ihr ja auch, glaube ich, wenn nicht 10% oder so, oder 1%, ich weiß es nicht. Dann gut geschrieben auf euer Konto, wenn jemand anderer, zum Beispiel ich, jetzt dann eure Kisten aufmachen würde. So, und das hier auch gleich wieder 4 Stück machen. Hallo? Ah, jetzt geht's. Gekonfirmt. Wäre sick. Wo war die Neonor? Die hatte ich noch nicht mal im Inventar. Das ist alles Bullshit hier. Also ich glaube, entweder die M4 Kiste oder die AWP, was sonst ist irgendwie alles low. Aber hier AK gibt es auch noch. Ja, dann lass die auch nochmal 2 aufmachen. So, eine Fire Serpent ist da. Das ist wahrscheinlich sowieso die Elite Build. Keine Ahnung, wenn es eine Elite Build sind, gibt es sowieso immer die Elite Build. Okay, die Jaguar ist not bad. Die Vulcan wäre nicer gewesen, wenn die FN sind, das glaube ich 60 Dollar. Aber 12 Dollar, das ist nice, das ist nice. Ich lass gleich nochmal eine aufmachen. Redline liegt bei 5, 6 Dollar, 7 Dollar, okay. Ja, ist auch nice. Bin ich am überlegen, ob ich hier noch eine auf... mal schauen, was es sonst noch so gibt. Stat Track. Hier haben wir... Achso, das sind dann Stat Track, einfach die Sachen. Na gut, ein Stat Track Fire Serpent wird es dann schon übersick. Was kostet die Stat FN? 3,5k? 4k? Weil ich glaube nicht, dass man die hier in FN ziehen würde, falls man sie hier zieht. Also man kann sie schon ziehen, aber man wird sie sicher nicht in FN bekommen. Ja, aber es sind 10 Dollar, da kann... ich weiß nicht, dann wird es die 5-7 und das ist dann, wenn nicht 3 Dollar wert oder Battle Game oder so, keine Ahnung. 2 Dollar. Was ist die andere Kiste oder noch, was es hier gibt? Ich kenne mich hier eigentlich auch überhaupt nicht aus. Die kostet auch 10 Dollar. Baby Drake. Sind eigentlich auch nicht... Naja, die sind schon mehr wert als sonst. Also hier gibt es, sagen wir mal, keine schlechten Skins. Es gibt halt die normalen, was es sonst auch in den anderen Kisten gibt. Und dann halt so Mittel-Skins, aber jetzt nichts. Ich glaube, das schlechteste... Ja, genau. Die könnte vielleicht 3 Dollar wert sein, wenn man sie in Battle Game bekommt. Ist da noch drin? Also das ist klar. Ne, die ist AIDS. Von die habe ich glaube ich mal in... Nein, das war glaube ich ein Video, da habe ich mir irgendwas mal ein Geld aufgeladen, habe glaube ich 10 oder 15 Kisten davon aufgemacht und es kam entweder immer die MAC-10 Leonor oder die AOK Million. Also das ist der übelste Abfuck. Die lasse ich gleich aus.
Kann mich jetzt nicht entscheiden. Nee, dann mache ich einfach die AK nochmal auf. Die ging relativ gut. Und vielleicht noch eine R4 und eine M4. Und dann, was sich halt noch ausgeht mit dem Geld. Okay, das ist nicht so nice. Dann lass gleich jetzt mal noch eine M4, dann eine AWP, dann eine M4. Und dann bleiben irgendwas mit 2 Dollar über. Und dann gleich noch 2 USBS-Kisten und dann war es das dann auch schon. Kommt mir gleich die Dealer. Ein zweiter bitte, komm schon. Jetzt kommt gerade wieder nur Bullshit. Und noch eine M4-Case. Komm, gib mir jetzt was Nices. Denk ein Redskin. Die Asimov. Habe ich momentan gerade keine Minion da? Oder die Haul? Balkan, was ist das? Ja, diese übel Aids. Wobei, dann kann ich noch eine aufmachen. Ja, dann mache ich aber eine AK. Da hatte ich das meiste Luck. Los geht's! Ja, und dann kommt die Elite-Bild. Mein Gott. Das ist ja so... so Aids. Ne, wobei, ich schau mal ins Inventar, was man hier sehen kann, beziehungsweise was... Kann man gleich alle auswählen? Nee, oder? Oh ja, alle auswählen. So, das sind 53, 92. Das wäre eigentlich jetzt... Weil ich glaube, ich habe nicht mit genau 50 Dollar angefangen, sondern nur mit... Also schon mit etwas mehr. Ich glaube im Großen und Ganzen, das eigentlich... Ja. Also ist kein Profit, aber auch ein Lose. Und die ganzen Low-Shit kann man eigentlich verkaufen. Warte, ich mache das anders. So. Die kommt weg, die kommt weg, die kommt weg, die kommt weg, die kommt weg. Die kommt weg, die kommt weg, die kommt weg. Ja. Tun wir die auch noch weg. Die kommt auch weg. Kameras, chill mal die Basis. Ich weiß nicht, was los ist mit dir. Die Elite-Bild kommt auf jeden Fall weg. Das wären dann 10 Dollar. Doch, das ist doch so viel. Ja, ich tu mal diese 10 Dollar. Mal gucken, wie es läuft. So, das heißt, ich kann jetzt noch 2 Kisten aufmachen. Mache ich jetzt noch eine AWP. Beziehungsweise mache gleich 2 AWP-Kisten auf. Das Ganze gleich etwas schneller geht, weil ich werde dieses wahrscheinlich noch ein paar Skins verkaufen, je nachdem, was ich jetzt hier noch so ziehen werde. Ich ziehe hier Bullshit, also die werde ich auf jeden Fall gleich wieder verkaufen, weil was ist das? Zum Guthaben, das machen wir gleich so. Dann geht hier noch eine auf. Und das wird dann, glaube ich, auch schon die letzte Kiste sein für heute. Jetzt die Dealer, das wird dann übersig. Sun Leo FN würde, glaube ich, 5 Dollar. AWP. Jetzt bin ich am überlegen. Also ich will eigentlich keine Blue oder Purple Skins aus. Also Rift Run, das ist... juckt mich eigentlich wenig. Das wären 5 Dollar, 8 Dollar. Ja komm, hey, fuck off. Ich mach die 2, also die 3 zum Guthaben hinzu. Dann mache ich doch noch 2 AK auf. Zuerst einen Testspin. Wenn es die Firestep kommt, dann bin ich sowieso gleich mad. Zweimal Elite-Bild, da wäre ich richtig mad gewesen. Also. Und los geht's. Komm. Wenn ich wer der Betreiber ist oder der heißt, weil geben ist es ja nicht. Und die AKs sind es auch nicht. Ja egal, das... ist doch bitte irgendwas Nices. Nein, es ist die Elite. Nein, es ist schon wieder... Es ist unnötig. Es ist einfach jetzt Zeit aufzuhören. Es ist einfach Zeit aufzuhören. Aber ich spiele jetzt die 1,25 nach runter, was ich drauf habe. Und den Rest werde ich einfach Rift drawn. 25 Cent gibt es keine Case. Ist ja auch übelste Bullshit.
oder vielleicht bei den Communities, dass noch eine dabei ist. Gut, das ist mal nothing. Und wie komme ich dazu? Die Community Kiste, dort irgendwo habe ich hier New Case. Und ich ziehe einfach mal ein, gebe 025. Nee, findet ihr nichts. Na egal. So, im Inventar. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was das Ganze jetzt insgesamt wert ist. Ja, und da haben wir uns gleich wieder runtergegammelt auf 38 so. Wir waren eigentlich jetzt fein raus, also ist nicht Plus und ist kein Minus. Aber egal, so wie geht das jetzt mit dem Auszahlen, Gegenstände auszahlen. Gibt immer wieder Skins, die kann man nicht auszahlen, dann müsste man da ja tagelang warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anscheinend gehen hier gleich alle zum Rift Drone. Will ich jetzt noch kurz, also da bekomme ich jetzt jedes Ding einzeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, das werde ich dann aber offscreen machen. Gut, dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video für heute. Vielleicht mache ich das einfach nebenbei. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hilft mir auch weiter, dann wird mein Video halt höher gerankt, für die es nicht wissen und mehr Leute stolpern sozusagen dann über dieses Video. Dann, was gibt es noch? Wie gesagt, also ihr könnt mir ein paar Kisten, sind sogar Sticker drauf, auf Drakemon ein paar Kisten machen, wenn ihr wollt. Wenn ich ein paar Wochen oder je nachdem werde ich mal wieder vorbeischauen, wenn welche Kisten da sind. Kann ich ja ruhig nochmal ein Video auf Drakemon machen, auch wenn es jetzt eigentlich jetzt, keine Ahnung, ich habe halt nie Lack auf dieser Website. Aber ich sag mal, wenn ich ein paar Wochen oder so, kann man da ruhig mal wieder ein Video raushauen. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.